Matrix, für die meisten, auch für mich, besonders bekannt geworden durch das Signing bei Bushido, wo leider nicht so viel draus wurde, wie ich auch letztens schon gesagt habe, als ich auf seinen Song Nach oben fallen reagiert habe. Also was heißt letztens? In meinem letzten Video, der Musik der Woche. Und für mich stand Matrix immer auf einer Stufe wie zum Beispiel Shindy. Beides Künstler, die für mich nicht nur Rap vermitteln, die Jungs verleihen der ganzen Musik irgendwie was Besonderes, dass das mir vorkommt, als ob die beiden irgendwie Designer oder Architekten des Raps sind. Ich kann es nicht besser beschreiben. Wem das jetzt zu abstrakt ausgesprochen ist, komme ich jetzt einfach mal zu diesem Album hier zurück. Es sind 12 Songs. Das letzte und auch erste, was mich so richtig von Matrix überzeugt hat, war Xenon, weil dort einfach Tracks drin sind wie Weihrauch, Footprints, die ich seit Veröffentlichung gefühlt einmal am Tag mindestens pumpe. Und ich habe auch das Gefühl, dass man seine Stimme das erste Mal hört und entweder übertrieben mies feiert oder, und das ist die andere Seite, die ich jetzt oft mitbekommen habe durch Freunde oder Bekannte oder andere Zuschauer, die sich die Stimme überhaupt nicht geben können, weil sie finden, dass es nicht zu ihm passt. Also ich kann bis zu einem gewissen Punkt verstehen, dass man bei so einem Anblick, wenn man sich jetzt mal das aktuelle Cover von Ultraviolet 3 ansieht, dass man da jetzt nicht unbedingt erwartet, dass da so eine softe und relativ hohe Stimme dahinter steckt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe das erste Mal gehört und das ist eine Stimme, die habe ich im deutschen Rap noch nicht gehört. Und ihr wisst, wie wichtig mir Wiedererkennungswert ist, bei dem ich es schade finde, dass so wenig Output kommt in den Jahren. Aber dafür qualitativ sehr hochwertig. Deswegen sind die Erwartungen riesig an das heutige Album. So, und ich habe mir jetzt was Besonderes gedacht, was ich ab jetzt in Zukunft immer machen werde. Bevor ich irgendein Wort über dieses Album verliere, skippe ich einmal im Schnelldurchlauf durch alle 12 Songs. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das schon immer so in meinem Leben gemacht, dass ich ein neues Album, dass ich sofort wissen wollte, wie der Gesamtklang ist und überall mal kurz durchgeskippt bin, und damit meine ich so maximal 5-6 Sekunden, um erstmal dieses Soundbild aufzunehmen und ein bisschen offen dafür zu sein, was kommt jetzt ungefähr. Und deswegen mache ich das so, wie ich es früher immer gemacht habe, und das wird in Zukunft auch so bleiben, außer ihr habt was dagegen, dass ich mir ab sofort immer alle Songs einmal in schnell durchhöre, dass wir dann ungefähr wissen, in welche Richtung es geht, und uns dann Zeit nehmen, jeden einzelnen Song zu analysieren. Death of Major Navy Seal. Der Beat, boah, der war auf jeden Fall schon mal sehr heftig. Spaceman, zweiter Song. Gott hab sie selig auf dem Weg, den sie beschreiten. Früher musste ich mich jedes Mal beweisen, doch ich finde keine Gegner mehr, die sind wie meinesgleichen. Ey, da muss ich mich zusammenreißen, nicht zu viel zu sagen, ja. Das erinnert mich so krank an früher, dieser Beat, oh mein Gott. Schwarze Rosen auf den Gräbern meiner Feinde. Gott hab sie selig auf dem Weg, den sie beschreiten. Okay, nach Umfallen hat man ja schon in Musik der Woche. Ich weiß, ich seh dich wieder, weißt du nicht wann. Denn all die Zeit hier unten fühlt sich wie in Zeitlupe an. Opa reparierte Dinge, die fast hin waren. Opa rollte Tabak in Papier und nahm kein Filter. Ich überlebe euer Leben wie ein Mammutbaum. Atme ein, atme aus, meine Haare werden weiß-grau. Ey, diese Qualität ist einfach nur übermies. Oh, ich hab so fette Gänsehaut. Oh mein Gott, ich immer liebe dieses orientalische. War nach dem perfekten Reim. Rap ist mein Tekken 3, Battlefield, Second Life. Ich komm von unten und ich weiß, wie es am Boden ist. Mittlerweile auch, wie dünn die Luft hier oben ist. Ey, das trifft zu 150.000% meinen Geschmack, diese Beats. Also sowas hatte ich lange nicht mehr. Das, wir sind jetzt bei Song 7 und jeder einzelne Beat hat mich umgehauen. Ist schon verrückt, dass wir uns kaum noch sehen. Wenn doch, dann laufen wir uns einfach aus dem Weg. Auf Fotos merke ich, dass du mich nicht mehr bei dir brauchst. Fühl mich live vom Downsein zwischen Zeit und Raum. Oh, und diese Themen, ne? Alter. Okay, reiß dich zusammen. Es ist halt auch schwer, ja, wenn man jetzt so die ersten Songs hatte, ist es schwer, sich wieder zu resetten, bei jedem Song neu zu urteilen und einen neuen Eindruck zu gewinnen, weil man dann natürlich so extrem voreingenommen auch wird, unbewusst und eigentlich auch unfreiwillig, also, dass man dann denkt, okay, der nächste muss ja noch krasser werden und das muss noch, und man will dann immer mehr, und eigentlich ist es kaum möglich, weil, ey, hier waren welche dabei, da habe ich so Gänsehaut bekommen, welcher war das jetzt, über Wasserlaufen, der hier so diesen japanischen Flow hatte oder beziehungsweise dieses orientalische, diese orientalische Beat im Hintergrund, ey, das liebe ich so heftig. Der Bock Major Wölfe beißen und die Hunde bellt, ich kam wie Hades aus der allertiefsten Unterwelt. Alles klar. Anstatt zu sagen, lass mal Netflix und chillen, sagt sie einfach, dass sie Sex mit mir will. Du bist so wie Zucker, denn du machst mich high.
Okay, das ist bis jetzt der einzige Beat bisher, den ich ein bisschen kitschig finde. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon wieder so ein Beispiel, ne? Bei allen anderen Songs habe ich innerhalb der ersten 3 bis 4 Sekunden gehört, dass dieser Song geil wird. Dass ich sofort das Gefühl habe, wenn ich so einen Song anspiele und den Beat höre, dass ich mir sofort vorstellen kann, fuck, das wird hundertprozentig auf diesen Beat passen. Das Wasser bis zum Hals und über mir nur Regenwolken. Etwas gedacht, dass sie. Das ist unfassbar deep. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß ja, dass er sehr gefühlvollen Scheiß schreiben kann, so. Aber das ist ja 90% deep und Real Talk hier, ne? Leute, halt's Maul, das ist der vorletzte Song und ich bin einfach gerade nur baff. Und das nur vom groben Durchskippen. Weißt du noch, als ich dir sagte, bist du mit mir, dann bin ich mit dir. Ich merk, wie alles seinen Sinn verliert. Früher Decken und paar Kissen, heute liegen Welten zwischen uns. Und all die Fehler, die wir machten, stehen im Mittelpunkt. Alter, ey. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Tschüss, meine Freunde. Ach Quatsch. Classic Beats am Start. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Ich kam von unten und ich schlug mich durch eine Diamantschicht. Ich bin ignorantisch, bin jetzt 27. Ich habe nur 5 bis 10 Sekunden pro Song durchgeskippt. Und in mir kamen jetzt schon 3 der krassesten Emotionen hervor. Und das ist einmal Gänsehaut, dann war es Euphorie, weil das halt so heftig meinen Geschmack getroffen hat. Und ganz zum Schluss kamen mir sogar ein bisschen die Tränen bei Vergissmeinnicht. Allererst muss ich aber sagen, dass die Qualität dieser Beats abnormal ist. Nicht von dieser Welt, Alter. Ich weiß nicht, wer hinter Def Major alles steckt, wer seine Beats macht. Ich werde mich auf jeden Fall nachher mal informieren. Ich will nicht unauthentisch sein und jetzt hier im Hintergrund googeln und dann reinschneiden, als hätte ich es gewusst. Aber man merkt hier, und deswegen finde ich völlig in Ordnung, dass das Album so von kurz auf knapp nochmal ein halbes Jahr verschoben wurde. Ey, wirklich, ich habe das lange nicht mehr erlebt, dass jeder verfluchte Song so optimal, maßgeschneidert auf einen Künstler passt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde dieses ganze Album meiner Playlist hinzufügen. Unfassbar. Also erster Eindruck hätte nicht besser sein können. Aber ich werde trotzdem zu Genüge über jeden Song sprechen. Jedes meiner Signings fickt jedes deiner Signings. Der erste aus Sippenbüren seit den Donuts. Warum ich rappe für Ruhm, Eis und Mula. Ey, wirklich, hört das mit Kopfhörern an. Jetzt gerade bei Sekunde oder ich zeig's euch mal mit dem Finger an. Eis und Mula. Bin am Ballen wie David Letterman. David Beckham. So von 42, also ab 42 so, ne? Wo mal ganz kurz Pause war, wo man keinen Bass gehört hat und dann setzt dieser Bass ein, hört das mit Kopfhörern an, da vibriert der ganze Körper mit. Immer wenn es kommt, liefere ich ein Statement. Keine Shakehands mit Fake Friends. Junge, immer wenn es kommt, fick ich euer Breakdance. Kam aus dem Basement und wurde zu einem Spaceman. Ey, das Ding könnte von 2005 sein und das ist einfach ein Kompliment. Aber die Zeit, wo das wirklich angefangen hat, so richtig zu boomen, das ist so ein Beat, wo ich mir so viele Rapper wünschen würde oder so viele Rapper, die mit ihm auf diesen Track werden. So stellt euch nur mal vor, da wäre jetzt ein Bushido mit drauf, da wäre jetzt ein Babasat meinetwegen mit drauf. Es hat doch irgendwie diesen Carlo Cooks Nuttenflavor im Hintergrund. Oh, haltet Maul. Schwarze Rosen auf den Gräbern meiner Feinde. Gott hab sie selig auf dem Weg, den sie beschreiten. Früher musste ich mich jedes Mal beweisen, doch ich finde keine Gegner mehr, die sind wie meinesgleichen. Perfektes Beispiel, back to the roots zu gehen und trotzdem modern abzuliefern. Alter Schwede. Und das Allerschönste an diesem Album ist, ich habe es jetzt nur in einem Song, glaube ich, gehört, und das war ein Zucker, aber Autotune einfach zero sonst vorhanden. Und das ist geil, Mann, das ist geil. Bitte macht alle sowas. Hier geht's wirklich um Rap. Man kann das Rap nennen. Verdammte Scheiße, man kann es Rap nennen, ey. Ey, spätestens beim zweiten Song würde ich mir an Bushidos Stelle denken, alter Scheiße, wieso habe ich diesem Jungen nicht bis zum Tode supportet und ihm das gegeben, was er wirklich verdient? Das wird schon einen Grund gehabt haben, man lässt sich ja nicht in die Karten gucken, man weiß jetzt nicht genau, was ist wirklich vorgefallen. Es wird schon einen Grund gehabt haben, warum er im Endeffekt gesagt hat, ach nee, davon will ich mich trennen, darauf habe ich keinen Bock, ich mache lieber mein eigenes Ding. Es ist auch egal, was passiert ist. Die perfekte Antwort auf alles ist es, wenn du ablieferst und wenn du einen Brecher von Album raushaust. Bevor ich schlafen ging, hörte ich deinen Geschichten zu und heute kommt es mir vor, als ob mich manchmal deine Stimme ruft. Jetzt bist du schon so lange fort und gegangen, doch bist nicht von uns, sondern vor uns gegangen. Ich weiß, ich seh dich wieder, weißt du nicht wann, denn all die Zeit hier unten fühlt sich wie in Zeitlupe an.
sehr, sehr schmerzlicher Track und macht auch einen echt familiären Eindruck und einen sehr nahbaren Eindruck, aber ich glaube, das werden wir hier noch öfter haben. Ich stamm aus Zeiten von Nintendo und Kassettendecks, aus Zeiten, in denen man sich fetzte ohne Battle Rap. Folgte damals auf ein Hurensohn, wurde das geklärt, die ganze Schule wurde zum Publikum. Der erste Kuss, das erste Mal gespürt, was Liebe ist. Anders aber gleich, als wäre sie ich in Spiegelschrift. Und er bringt dieses nostalgische Feeling so krank rüber und wahrscheinlich freue ich mich deshalb so über dieses Album, weil es mich halt wirklich zu 100% anspricht, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Und ich muss auch sagen, jetzt so knapp bei der Hälfte, das Album macht auch so ein, und das positiv gemeint, so einen verträumten Eindruck irgendwie. Ne? Man schwelgt so in Erinnerungen und trotzdem weniger mit Reue, sondern eher mit Dankbarkeit und spricht so die Themen an, die ihn wirklich persönlich bewegen. Wir kennen also Songs wie Valentina, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich Dutzende Songs, wo er so ein bisschen auf Player und so ein bisschen auf Fuckboy macht und so unnahbar, so unerreichbar wirkt. Und dann haut er aber auch mindestens genauso viele Songs raus, welche genau das Gegenteil beweisen. Bin und bleib wie ich ein originales 90-Kid. 49 ist schlicht immer noch mein Heimdistrikt. Noch immer häng ich an der Tanke mit Jamil. Ippenbüren, man, niemand kann was machen außer wir. Kids auf meiner Straße sehen mich als Legende. Wintersonnenwende, Mann, ich geh noch nicht in Rente. Ey, und ohne Mist, ne? Es gibt ja kein einziges Feature auf diesem Album und ich glaube auch, ich schau mal kurz durch. Ja, okay, relativ selten bis gar. Also eigentlich kann man sagen, so gut wie nie ein Feature am Start und es stört nicht. Es stört nicht. Er braucht keine Leute, und das unterstützt schon wieder diese Aussage mit Bushido vorhin, er braucht keine Leute, an denen er sich irgendwie hochziehen muss oder die ihn irgendwie mit pushen. Das braucht er einfach nicht. Er schafft es alleine, so eine Qualität abzuliefern, muss sich nicht auf irgendwelche Features beruhen oder auf irgendwelchen Features ausruhen. Ich denke, natürlich ist es auch immer irgendwo eine finanzielle Frage so. Aber allein aus künstlerischer Sicht hat er es nicht nötig, in meinen Augen. Und deswegen frage ich mich auch so ein bisschen, weil ich auch finde, dass er, was YouTube technisch angeht oder was Videos angeht, da macht er halt wirklich so minimal wenig, dass ich mich immer frage, ob er darauf wirklich einfach nur keinen Bock hat. Allgemein wirkt er halt so wie der Einzelkämpfer. Dabei zeigen allein schon die Klicks vom letzten Video, und das habe ich auch in Musik der Woche gestern gesagt, 500.000 oder über 500.000 Klicks in nicht mal einem Tag aus dem Album hier, und das war ja nach oben fallen. So, der Zuspruch ist da und es scheint jeden zweiten zu interessieren. Ansonsten würde er im heutigen Deutschrap nicht so unfassbar viele Klicks machen. So, es gibt hier bestimmt locker 5 Songs, zu denen man ein Video machen könnte und er würde safe, ey, wirklich safe auf Platz 1 der Trends landen, mit jedem einzelnen davon. Aber das Ganze schreit für mich einfach nach hier. Top of the Food Chain, meine Freunde. Charakter von der alten Schule, so wie Juri Boyka. Handel stetig im Affekt, denn ich hab zu viel Feuer. Ghetto-Symphonie und keine Operette. Feinde beißen auf eine Eisenoberfläche. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ne, am Anfang war ich mir auch nicht sicher, als ich so die ersten 1, 2 Tracks gehört habe, war ich mir auch nicht sicher, ist die Stimme was für mich? Ist mir das vielleicht zu soft? Ist mir das nicht kantig, eckig genug? Aber spätestens nach Weihrauch hat man dieses Potenzial gespürt, dass gerade dieses Ruhige, dieses Smoothe, dieses im Beat verschmelzende, das ist genau das, was unfassbar Besonderes ist. Für sie sieht es alles so leicht aus und sie meint, ich brech mir kein Bein aus. Sie beneiden mich, denn ich steig auf, so als wäre mein Körper aus Weihrauch. Rück mich runter, keck doch, ich steig auf, als wäre mein Körper aus Weihrauch. Drück mich runter, keck doch, ich steig auf, ist alles kein Problem. Ich bin wirklich geflasht. Also ich bin heute ein bisschen starstruck hier. Ich habe auch keinen Bock, das zu verstecken, so. Auch wenn ich weiß, dass es dann immer so viele Nichtsgönner gibt, die dann so schreiben, oh, jetzt fängt er da an zu lutschen. Und wie kann man denn nur so viel Positives sagen? Das ist völlig übertrieben. So, ich sage das, was ich fühle. Und wenn ich das fühle, dann ist das die Wahrheit, beziehungsweise ist es meine Wahrheit. Und Gefühl kann man unterdrücken, man kann es aber auch rauslassen. Und jeder hat da einen anderen Geschmack, aber ich sehne mich, und das wissen die Leute, die sich wirklich ein bisschen mehr mit mir beschäftigt haben, ich sehne mich nach genau diesem Rap. Richtiger Rap. Wo man auch noch Mühe bemerkt, wo man noch Liebe zum Detail bemerkt, wo heftige Stories dahinter stehen, wo der Beat nicht so klingt wie zusammengematscht oder billig irgendwo aufgekauft, wo man das Gefühl bekommt, dass man diesen Song nicht nur einmal und nicht nur 100 Mal hören wird, sondern dass das ein Ding ist, was in der Dauerschleife läuft. Und das habe ich hier sehr, sehr oft. Boah, und jetzt kommt der Song, wo ich vorhin das erste Mal Gänsehaut hatte. Ey! Das ist das. Immer wenn Hört ich ihr schreibe, das? suche ich wie im Wahn nach dem perfekten Reim. Boah! Tekken 3, Battlefield, Second Life. Ich komm von unten und ich weiß, wie es am Boden ist. Und mittlerweile auch, wie dünn die Luft hier oben ist. Ey, ich sag
sagt mir doch mal bitte jetzt in diesem Moment, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr nur diesen Beat hier findet. Ich weiß, das ist was Gewagtes, das gefällt vielleicht auch nicht jedem. Das ist für mich der geilste Beat auf dem Album. Ich werde da so zurückversetzt auch irgendwie zu meinen ersten Animes, die ich mir damals reingezogen habe. Da stelle ich mir jetzt gerade irgendwie so vor, wie ich das erste Mal Inuyasha gesehen habe und wie diese rosa Blüten so durchs Bild geflogen sind und man dieses typische japanische Flair hat mit diesen Tempeln im Hintergrund und alles mögliche. Das ist einfach geil. Ich gehe den Weg eines Kriegers wie ein Saiyajin. Ich lasse meine Feinde spüren, dass ich mit ihm verfeindet bin. Und dann schlägt er auch so perfekt die Brücke und dann passt das auch so gut dazu. Diese Anspielung, meine Freunde, Weg des Kriegers. So, kann jetzt jeder reininterpretieren, was er möchte, aber ich finde auch die Anlehnung an den Super Saiyajin finde ich auch mega geil. Also genauso wie ich es gesagt habe, ne? Erst komme ich mit Inuyasha um die Ecke in den ersten Animes und da gehört natürlich Dragon Ball auf jeden Fall auch dazu, ne? 49 ist meine Heimat, mein Freund. Laufe durch die Nacht wie ein einsamer Wolf. Bleibe King wie Mufasa, Sting und Sinatra. Rase wie eine Sintflut im Singflut durchs Wasser. So, nächster Track, keine Freunde. Das war einer der sehr emotionalen Songs. Viel zu wenig Schlaf, denke viel zu viel an dich. Glaub mir, wenn ich sag, dass alles so geblieben ist. Noch immer kann ich keine andere lieben. Noch immer fahr ich durch die Stadt ohne Ziele. Seitdem wir nicht mehr sind, stürze ich mich in Arbeit rein. Ich bin durch den Wind und fühle mich wie im freien Fall. Ich würde so gerne diesen ganzen Song mit euch hören. Es tut so weh, dass ich weiß, dass ich das so klein schnippeln muss, um keinen Copyright Strike zu bekommen. So, das ist richtig schade. So. Hier steckt eine Story dahinter, die will man sich einfach nur ohne Pause von Anfang bis Ende am Stück durchhören. Und es ist wirklich richtig schmerzlich, ne? Es gibt hier wirklich mehr Songs, als ich es vorher vermutet habe, die so richtig schmerzlich sind. Du und ich, das wäre zu früh und zu spät. Nicht kompatibel in der Realität. Ich schreibe Briefe, schreibe Lieder, schreibe tausend SMS an dich. Und frag mich ohne Pause, wann und wie vergesse ich dich. Unfassbar schön, was anderes kann man dazu nicht sagen. Der schönste Rapper diesseits des Äquators. Beamer ballert Michelin-Reifen hardcore. Vor allem, jetzt mal ohne Scheiß, ne? So bis auf Zucker, wo der Klang einfach nicht meinem Geschmack entspricht. Und bin ich der Meinung, dass hier jeder einzelne Song der Titelsong für dieses Album sein könnte. Rapper blasen oder Zombie-Tribut, denn sie wissen, meine Story ist true. Weil auf Video samt der Hollywood-Crew, 47k, doch Geld spielt keine Rolle wie du. Yeah, Groupie-Bitches überschütten mich mit Liebeshymnen, sind liiert auf Fantasien, dass sie mich kriegen würden. Das bringt so ein heftiges Feeling rüber. Ich würde mir jetzt gerade wirklich wünschen, dass jemand wie Bushido oder Samra auf diesem Beat mitrappen würden. Stellt euch nur mal dieses Feature vor. Ich hab den EGJ-Vertrag auf meinem Tisch gehabt. Als Boom ich sein wollte, war das wie ein Ritterschlag. Doch ich entschied mich dazu, weiterhin mein Ding zu tun. Death of Major kam gerufen, so wie Jindo Jun. Krass, und ich rede von Bushido und Samra und er thematisiert hier einfach nochmal den EGJ-Vertrag. Das ist ein Statement, so. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, er scheißt einfach auf sowas und macht sein eigenes Ding und kommt damit wahrscheinlich sogar noch viel weiter, als wenn er irgendwo unter irgendwelchen Fittichen stehen würde. Anstatt zu sagen, lass mal Netflix und chillen, sagt sie einfach, dass sie Sex mit mir will. Du bist so wie Zucker, denn du machst mich ein. Ich bin neben dir wie hypnotized. Und ich hoffe, es geht nie vorbei. Baby, was ich will, ist, dass du bleibst. Denn du bist so wie Zucker, so wie Huba, Buba. Rauche mit dir Shisha, Eis, Bonbon. Was ist denn nun momentan los? Warum versucht jetzt Huba Buba irgendwie wieder relevant zu werden? Oder warum hört man jetzt überall Huba Buba bei den deutschen Rappern? Nicht wahr, oft nicht sicher, ob mein Weg für mich so richtig ist. Doch wusste eins, wenn ich nicht laufen kann, dann sprinte ich. Ich dachte, meine Therapie macht all die Dinge ungeschehen. Doch lernte in der Zeit nur besser, damit umzugehen. Also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen tatsächlich gesoffen, aber der Song ist für mich irgendwie, also das war das Erste, was mir eingefallen ist, ist für mich wie so ein guter Wein. So perfekt abgerundet, geht einfach runter wie Öl. Und das ist auch einer dieser Songs auf dem Album, die man eigentlich perfekt beim Training nutzen könnte, so die mal wieder so einen richtigen Motivationspush geben. Und was ich sag, hat nichts mit Schwäche zu tun. Doch die größte meiner Schwächen bist im Endeffekt du. Immer wenn ich dir durch Zufall auf der Straße begegne, steht mein Herz sekundenlang und ich nimm wahr, dass ich lebe. Hab keine Ahnung, was da zwischen uns geschah. Doch seitdem du weg bist, ist hier nichts mehr, wie es war. Ist ja so ein Ding, ne? Da kann man sich, entweder kann man sich damit identifizieren oder man kann es nicht. Aber ich glaube, das kann jeder Zweite, der schon mal eine wirklich tiefgreifende
und emotionale Bindung zu jemandem hatte, man dieses Gefühl einfach kennt, wenn das wirklich so schmerzlich auseinanderging, dass man irgendwie dieses Gefühl hat von einer Tür, die man nie schließen konnte. Immer wieder, wenn man die Person sieht oder wenn man der Person über den Weg läuft und das nicht einfach nur so ein paar Monate. Man sagt ja immer, ach, irgendwann ist es vorbei, die Zeit heilt alle Wunden. Nee, eben nicht. Also ich bin der Meinung, es gibt ein paar wenige Personen im Leben, wenn überhaupt. Manche haben das Glück, dass es nie so ist oder beziehungsweise kann man das Glück nennen. Ich glaube, es gehört einfach zum Leben dazu, auch mal Schmerz und Abschied und Liebeskummer zu verspüren. Ich finde es besser mit als ohne, aber gut, das ist auch wieder Ansichtssache. Weil genau das, und das hat er auch gerade gesagt, ne, weil genau das Gefühl von Leben und dass man am Leben ist, für mich vermittelte. Und dass genau diese Vergänglichkeit im Leben das Leben wirklich auch so besonders macht. So, jetzt bin ich ja auch bei Deep Talk. Alter, das wird ja richtig philosophisch hier. Weißt du noch, als ich dir sagte, bist du mit mir, dann bin ich mit dir. Ich merk, wie alles seinen Sinn verliert. Früher Decken und paar Kissen, heute liegen Welten zwischen uns. Und all die Fehler, die wir machten, stehen im Mittelpunkt. Und es gibt bestimmt auch eine Menge Leute, die das nicht zulassen können oder die einfach allgemein so abgestumpft sind. Das ist mir alles viel zu kitschig und das ist ja richtig schwul. Wie kann man so ein Tier von Mann sein und dann so gefühlvoll sein? Das ist doch nicht männlich. Ich finde, das Gefühle zeigen, genau das macht für mich den richtigen Mann aus. Ich bin nun nah, als wer um mich rum nur Lava. Ich bin der Beweis dafür, dass Träume nicht nur Träume sind. Und Mama sagt, es kommt der Tag, da gehst du Gold, mein Kind. Ich steh nicht still, sondern lebendig unter Starkstrom. Ständig neues Album, nach dem neuesten Album. Das ist krass, weil ich gönne ihm das so sehr. Ich weiß jetzt nicht, was sein größter Erfolg bisher war, aber für mich hat der Junge nichts Geringeres als Platin verdient, Alter. Und das auch wieder so ein Song, wie ich vorhin angesprochen habe, ne? Das ist so ein Ding, Alter, das machst du dir zum Warm-up an und du ballerst dein ganzes Training durch. Wenn das Ding hier 50 Minuten gehen würde, wirst du wahrscheinlich auch dein ganzes Training danach ausrichten können. Kamikaze bis zum Supernova-Klima. Opus Magnum, UV3 ist meine Mona Lisa. Schwarzer Nebel, weiße Blitze, doch ich geh nach vorne. Denke nicht an morgen, auf dem Weg zur Sonne. Ich steig nach oben, doch vergesst niemals, woher ich komme. Jetzt hört man es auch im Chorus, den Beat hat man nicht einfach nur so 1:1 übernommen, sondern da hat man wirklich noch was draus gemacht, ne? Das wurde nochmal neu abgemischt und da hat man einfach noch ein bisschen mehr Charakter reingebracht und es passt so unfassbar gut schon wieder, ey, das ist krank, wirklich krank, krank, krank. Also jetzt mal hier so in der Zusammenfassung, ne? Leute, es ist wahrscheinlich das beste Album, was ich seit langem gehört habe und für mich auch mit Abstand bisher das beste Album 2018. Ich fange jetzt mal an mit den schlechtesten Songs auf dem Album oder ich müsste eigentlich sagen schlechtester Song, weil es gibt eigentlich keine schlechten Songs. Es gibt nur einen einzigen, der mir nicht so gefällt wie der Rest und das ist Zucker, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und das war es auch schon. Das hatten wir noch nie in einem meiner Album-Reactions. Es kommt sehr oft ein nostalgisches Feeling rüber, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Das Ding wirkt für mich einfach wie so ein Stück Design, wie so ein Stück Kunst, wie so ein perfektes Gemälde, was dir einen Eindruck über Matrix gibt, wie er wirklich ist. Man müsste hier nicht viele Alben und alte Songs raussuchen. Wenn man das hier jemandem vorlegt, glaube, dann hat man das Recht, sich ein Urteil über ihn bilden zu können, weil man hier sämtliche Facetten sieht. Und jetzt kommen wir zu den besten Songs und setzt euch hin, lehnt euch zurück. Das wird eine Weile dauern, bis ich damit fertig bin. So, wieder zurück ist der erste von vielen Songs, den ich unter beste Songs zählen würde. Ich kann hier wirklich eigentlich keinen ausmachen, der für mich über allem steht. Die sind für mich auf einer Stufe, die jetzt kommen. Melancholisch, familiär, sehr emotional. Nächster Song, der zu den besten Songs gehört, Weißgrau. Es geht wirklich in der Reihenfolge so weiter, bis keine Freunde. Könnte kaum nostalgischer sein. Er vermittelt so eine Einzelkämpferstimmung. Dann die erste Anspielung auf Bushido, Weg des Kriegers. Und man hat oft den Bezug zur Vergangenheit, was einem hier im Album immer wieder vorkommt. Über Wasser laufen. Ich habe euch gesagt, wie unfassbar geil ich diesen orientalischen Beat finde. Keine Freunde. Auch wenn ich schon dem Song wieder zurück diese Eigenschaft emotional beigefügt habe. Muss man bei Keine Freunde sagen, ist das nochmal ein Level darüber. Es ist der erste richtig tiefgehende Liebessong auf dem Album. Und wie schon gesagt, man kann das nicht durchskippen, man muss das im Kompletten hören. Und das war auch der erste Song, der mich wirklich richtig berührt hat. Und genau als ich dachte, man könne mich nicht noch mehr ansprechen, kommt Vergissmeinnicht um die Ecke. Noch schmerzlicher, noch emotionaler kann ein Song eigentlich nicht sein. So, ich sag euch ganz ehrlich, ich bereue es, dass ich mir diese Box nicht geschossen habe, als man es noch konnte. Das Ding war so schnell ausverkauft und man kriegt es einfach nirgendwo mehr her. Und die Leute, die das jetzt haben, die können sich ein
Arsch abfreuen. Ich werde mir dieses Album trotzdem holen. Es wäre zwar schöner gewesen, die Box da zu haben, weil ich unbedingt dieses Ding unverpackt, original irgendwo gerne hätte stehen lassen und mich immer daran zurückerinnern, dass das Album wirklich was ganz Besonderes war. Und für mich und für den deutschen Rap in meinen Augen so viel bedeutet und nochmal zeigt, was wirklich auch Rap ist, dass es bedeutet, den Zuschauer auf einer emotionalen Ebene auch anzusprechen, anstatt immer nur dieses Stumpfe und alle machen dasselbe und jeder will nur in die Charts und will verkaufen und bla. Ey, ich gönne dir alles. Gönnt einfach ein bisschen. Seid nicht so missgünstig und tut mir den Gefallen, mir zuliebe wenigstens, und investiert diesen Zehner, das ist nicht viel, und holt euch wenigstens dieses Album, ob digital oder zum Anfassen, egal, aber unterstützt das. Ich finde, genau solcher Rap muss wieder nach oben. Bitte, Leute, das ist für mich wirklich mit Abstand das Beste, was ich seit langem gehört habe. Und es ist auch die perfekte Länge. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es nur 12 Tracks sind. Ich könnte mir das noch 25 Tracks weitergeben. Und jetzt muss ich erstmal los, jeden einzelnen Song noch 100 Mal auf Repeat hören. Und ich hoffe, ihr habt noch ein paar Stunden Zeit, bis ich dann endlich Lust habe, das hier zu schneiden. Aber jetzt muss ich erstmal los und jeden Song auf vollem Anschlag auf meiner Heimanlage hören. Die Nachbarn werden sich freuen, weil es ziemlich früh am Morgen ist.